Ja, moin. Hamburg, geht's euch gut? Also, jetzt bin ich ja der Erste und wir sind noch nicht wirklich hot or not miteinander warm geworden. Vielleicht, also ihr wisst jetzt schon, wer ich bin, vielleicht sagt ihr mir nochmal so, wer ihr so seid, was ihr so macht. Ich zähle bis drei und ihr ruft einfach mal rein, was ihr so macht. Eins, zwei, drei. Okay, das ist interessant. Sehr interessant. Ich bin Wissenschaftler und Wissenschaftler zu sein ist unfassbar cool, weil man kann bescheuert aussehen, man kann lange Haare haben, man kann sich schick machen und das ist alles voll cool. Man wird dafür bezahlt, dass man neugierig ist. Ist also ein Top-Job. Ihr habt auch alle coole Sachen, die ihr macht, aber Wissenschaftler zu sein ist wirklich cool. Und ich bin Wissenschaftler, das klang schon an, in Israel. Was auch unfassbar spannend ist, leider nicht Thema des heutigen Abends, für alle die daran interessiert sind, denen sei mein Blog ans Herz gelegt. Allerdings kann Israel für einen Aspekt ein ganz gutes Beispiel liefern, und zwar dieses Wort. Manche oder die meisten kennen es wahrscheinlich nicht und sind erstmal skeptisch, weil sie es nicht kennen, es ist irgendwas Unbekanntes und dann weiß man nicht, was es ist und jeder hat das gute Recht davor, irgendwie ein bisschen Angst zu haben oder besorgt zu sein. Aber das Gute ist, wenn man erstmal weiß, worum es da geht, wenn man neugierig ist und herausfindet, was sich hinter diesen Buchstaben verbirgt, dann wird man herausfinden, das ist das Wort Shalom. Und das Wort Shalom ist sehr universell benutzbar, denn es heißt so viel wie Moin, man kann es aber auch gebrauchen als Tschüssi und es bedeutet Friede. Und Friede sei natürlich jedem zu wünschen, wenngleich leider das natürlich nicht jeder kennt. Heute Abend geht es aber um etwas, was jeder kennt und ich habe da mal was mitgebracht. Heute geht es nämlich um Fett. Denn, ja, danke, habe ich für trainiert. Denn wir leben in einer Zeit, in der es das erste Mal so weit ist, dass ziemlich viele Menschen auf der Welt gar nichts zu fressen haben, während der Rest Scheiße frisst und damit die überwiegende Mehrheit, sozusagen die Übergewichtigen, zahlenmäßig die Untergewichtigen überholt haben mittlerweile. Es leben erstmals auf unserer Welt mehr Übergewichtige als Untergewichtige. Und das müssen wir natürlich wissenschaftlich bekämpfen. Wir müssen diesen Leuten helfen. Die Frage ist, wie? Und ich als selbst ehemalig Betroffener kann euch sagen, Diäten sind ein Problem. Ja, damit meine ich natürlich die Gehälter von Abgeordneten, aber wir wissen das selber, Ananas-Diät, frisst die Hälfte, Low-Carb. Es funktioniert alles irgendwie nicht so richtig und vor allem funktioniert es nicht für alle von uns und wirklich nachhaltig. Ja? Das heißt, wir müssen uns irgendwas raussuchen an dieser Fettleibigkeit, was eine noch allgemeinere Gültigkeit besitzt. Und da ist es ganz einfach so, es gibt eine Reaktion, die immer auftritt, wenn wir an Übergewicht erkranken oder an Übergewicht leiden und das ist die sogenannte Inflammation, eine im wahrsten Sinne des Wortes Entzündungsreaktion. Und was mit dieser Entzündungsreaktion auf sich hat, das haben wir untersucht im Fettgewebe. Und wenn wir jetzt entscheiden wollen, ob das Fettgewebe entzündet ist, entflammt ist, ob es hot ist oder eher not, dann, und das ist auch eine gute Lektion für den heutigen Abend, dann dürfen wir nicht so oberflächlich sein. Ja? Um wirklich entscheiden zu können, ob etwas hot ist oder eher not, müssen wir genauer hinsehen. Und dann werden wir sehen, dass dieses Fettgewebe von Immunzellen besiedelt ist. Ja? Wir haben Gesundheitszellen, die in diesem Fettgewebe im Prinzip wohnen. Und jetzt sehen wir im Prinzip, dass in der fetten Maus im Prinzip so eine Entzündungsreaktion stattfindet in den Immunzellen, wohingegen in der schlanken Maus diese Entzündungsreaktion ausbleibt. Und wir wollen verstehen, warum das so ist, um das dann zielgerichtet bekämpfen zu können. Und nun ist es so, dass es verschiedene Typen von diesen Immunzellen gibt. Ja? Und die haben die haben ganz lustige Namen, M1, M2, T, B, NK, ganz kryptisch. Aber das Gute ist, die haben alle Erkennungszeichen, ja, wie so Gangzeichen. Sowas hier zum Beispiel. Und jetzt bräuchte ich mal kurz Saallicht. Denn es ist so, ich bin Single. Ich bin Single-Cell-Enthusiast. Denn wir müssen diese Immunzellen, wir müssen jede einzelne von diesen kennen. Uns hilft hier kein durchschnittlicher Wert. Wir müssen jede einzelne dieser Zellen kennen. Und deshalb möchte ich euch jetzt mal so eine Messung vergegenwärtigen hier in einem Live-Experiment. Ich möchte, dass sich jeder von euch seine Lieblingsimmunzelle aussucht und bei drei einfach mal das Gangzeichen macht von dieser Lieblingsimmunzelle. Kriegt ihr das hin? Eins, zwei, drei, alle mal das Gangzeichen, okay? Jetzt bitte ich die wunderbare Anne auf die Bühne und die wird jetzt nämlich mal einen Schnappschuss davon machen. Alle noch das Gangzeichen hoch. Ja, und dann haben wir eine Schnappschussmessung von unseren Gangzeichen.
Okay, wunderbar. Das kriegen wir hier live auf den Computer. Und jetzt, was normalerweise passiert bei so einer Schnappschussmessung, wir können nur einen groben Durchschnitt bilden. Der Durchschnitt ist 3,5. Ja, wir zählen alle Finger zusammen, die wir sehen bei den Gangzeichen, und der Durchschnitt ist 3,5. Problem ist, es gibt keine Immunzelle 3,5. Und 3,5 kann ja durch viele unterschiedliche Messungen zustande gekommen sein. Ja, der eine zeigt eine Hand, einen Finger, der andere zeigt vier, was auch immer. Das heißt, der Durchschnitt hilft uns hier nicht wirklich weiter. Wir müssen wirklich von den einzelnen Zellen wissen, was sie für eine Immunzelle sind, zu welches Gangzeichen sie gezeigt haben. Und das ist ganz gut, weil wir haben in Israel eine Methode entwickelt, die nennt sich das molekulare Mikroskop. Ja, das sieht so aus. Und mit diesem molekularen Mikroskop können wir jetzt bei jeder einzelnen Immunzelle schauen, was die für Botschaften für uns bereithält. Ja? Ob sie Auskunft darüber gibt, welche Identität sie besitzt. Und das ist total spannend, weil wenn wir jetzt wirklich von einzelnen Immunzellen diese Botschaften lesen können, dann können wir mal gucken, was sie uns so zu sagen hat. Zum Beispiel hier. Wow, unfassbar informativ, oder? Das Problem ist, es ist nicht wirklich einsichtig und auch nicht wirklich einfach, denn wir haben nicht nur eine Zelle, sondern etwa 20.000, und die haben auch nicht eine Botschaft, sondern auch etwa 20.000 für uns. Und jede dieser Botschaften, der können wir jetzt so einen bestimmten Hitzewert zuweisen, ob die jetzt auf geringer Flamme gekocht werden, diese Botschaften, oder auf höherer Flamme gekocht werden. Und diese Botschaften sind wirklich auf diesen Heatmaps, ja, diesen Hitzekarten, die gehen wirklich von A bis Z, ja, von A wie A130010J15RIK. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, sucht in eurer Lieblingssuchmaschine nach. Nehmt bitte nicht Google, es gibt andere tolle Suchmaschinen. Bis Z wie ZZZ3, wow. Aber wie gesagt, 20.000 Zellen, 20.000 Botschaften pro Zelle, das ist eine Matrix mit 400 Millionen Dimensionen. Also schon irgendwie ein bisschen komplex, um zu entscheiden, ist das jetzt hot or not. Und meine Bosse in Israel sind dann so auf mich zugekommen, haben gesagt, Lorenz, hier, du kannst doch Computer und so, mach da mal was draus. Und da habe ich gemeint, okay, kann ich machen, aber 400 Millionen Dimensionen sind vielleicht ein paar viele, wie wäre es erstmal mit zweien? Und dann habe ich im Prinzip eine Karte gemalt und da unsere einzelnen Immunzellen drauf abgetragen, ja, mit den jeweiligen Botschaften. Und da sehen wir jetzt nicht nur, wir haben alle unsere Immunzelltypen hier, sondern wir können auch nachschauen, sind die jetzt in der fetten Maus vorhanden oder in der dünnen Maus. Ja, und damit wissen wir wirklich auf Einzelzellebene, sind da diese Immunzelltypen für die Inflammation, sind die da oder nicht, sind die hot or not. Und jetzt haben wir wirklich, wie gesagt, das Werkzeug, um da zielgerichtet entgegenzugehen und die Fettleibigkeit zu bekämpfen. Ja, das heißt, wir haben diesen Atlas, diese Karte erstellt und es gibt eigentlich nur noch eine Frage, die bleibt. Hot or not? Bleibt das im Kopf? Na, vielleicht, wenn es gereimt ist, doch dann wird es oft peinlich. Na gut, seien wir nicht kleinig, es fehlt ja nur noch ein Feinschliff. Also hier jetzt mal in Reinschrift, zu Fett gehört die Einsicht. Du bist, was du isst, so einfach ist es leider nicht. Und weil das hier halb Slam, halb Seins ist, verrate ich euch jetzt ein Geheimnis. Mein Subjekt ist heiß und fettig und genau deswegen rapp ich, doch ich bleibe auf dem Teppich, denn Wissen bleibt beträchtlich und so ist es nicht verächtlich, wenn ich vor einer Kenntnis spreche. Ich will erklären, nicht verklären, was ist für Fettsucht ursächlich. Will sich jemand jetzt beschweren? Ich will niemanden bekehren, ich will nur Wissen vermehren, über Risiken aufklären, euren Drang zur Neugier nähren, von hier auf zu neuen Sphären. Den Immunatlas kartiert, neue Grenzen abgesteckt, zwar ist alles kompliziert, hochdynamisch und komplex, doch wir haben es probiert und schon mal etwas kapiert, Zellen identifiziert, es geht immer um Kontext. Habe ich damit jetzt Interesse geweckt oder die Presse verschreckt? Von A bis Z, fett neu entdeckt. Habt ihr es gecheckt? Dann macht Lärm und zwar jetzt. Wobei, Hamburg, hier hat sich jemand einen Reim gewünscht für Hamburg. Und Hamburg ist der Science Slam, das ist Hamburg, Science Slam ist Wissenschaftskampfsport. Und St. Pauli ist die Hauptstadt, Hamburg ist der Standort im Ring zwischen Frage und Antwort. Und jetzt sagt der Timekeeper, ich ringe gleich deinen Reim nieder, doch ich habe noch ein Wort. Ein Wort habe ich noch. Ein Wort, vielleicht wisst ihr, was jetzt kommt, ist kein Klong, kein Gong, keine Worte mit Pardon, keine Worte aus Beton. Mein letztes Wort, ihr habt es schon vernommen, Hamburg, mein letztes Wort, es sei Shalom. Dankeschön. Dankeschön. Lorenz Adlung, dein Applaus. Gönn ihn dir noch ein bisschen. Danke, Hamburg. Vielen, vielen Dank, Lorenz.